Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also einen Satz muss mir schon erlauben, also mit welcher Geschwindigkeit die CDU, Herr Generalsekretär, das Thema Nichtraucherschutz innerhalb der eigenen Partei abräumen musste, das war schon beeindruckend. Also Sie hatten es ja im Entwurf des Landtagswahlprogramms noch drinstehen, eine Veränderung des Nichtraucherschutzes, und wurden dann nach zahlreichen Hinweisen, wie man sagt, also auf gut Deutsch, nach einem Shitstorm Ihrer Mitgliederbasis haben Sie es dann wieder rausgestrichen, und vernünftigerweise haben Sie es auch in den Koalitionsverhandlungen haben Sie der FDP den Zahn auch gezogen und den Nichtraucherschutz, der sehr erfolgreich ist, nach rot-grüner Lesart, der mit Ministerin Steffens hier eingeführt worden ist, unangetastet gelassen und sorgen dafür, dass die Menschen wieder rauchfrei in den Kneipen und Gaststätten rauchen können. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, einem unnötigen Gesetzentwurf heute hier zuzustimmen. Und deswegen empfehle ich nach wie vor, genauso wie im Ausschuss, Ablehnung des Antrages.